Aber auch die lassen Wiemelhausen erstmal kommen. Über die Mittellinie geht und danach wird's eng. Der Ball war aber gut. Sacha! Sacha! Das 1-0! Schulz, Hane. Gutes Zusammenspiel da jetzt. Kurtulus wieder. Nach diesem Sololauf von Czarnecki. Nochmal, Kurtulus bekommt den zweiten. Auch das gut gemacht. Und was für eine Parade. Alexander Klur. Nicht schlecht getreten. Eckball Kurtulus. Vier. Mittlerweile mal die Info. Also auf Schützenhilfe von Wacker Oberkastrop kann man definitiv heute nicht hoffen. Holzwickede führt bereits nach 23 Minuten mit 2-0. Oberkastrop bereits in Unterzahl. Das ist kein Abseits und es steht 2-1. Dennis Gumpert. Keine zwei Minuten mehr bis zur Halbzeit. Plus vielleicht eine Minute Nachspielzeit. Gumpert nicht im Abseits. Und der Schuss war richtig gut. Und die Parade ebenso. Gumpert. Wieder Richtung Gumpert. Auch der kommt wieder an. Sacha mit Tempo. Sacha. Und das ist der Schlusspunkt der ersten Halbzeit. Und die nächste Möglichkeit, da ist es! Atakan Uzunbas, der krönt seine Leistung. Mit dem 3:1 nach 56 Minuten. Noch 30 Minuten zu spielen. Die Stunde ist rum. 3:1 mittlerweile die Führung. Und jetzt die Möglichkeit auf das 4:1 durch Sacha. Für ihn jetzt neu mit von der Partie Sergen Boskan. Ausgewiesener Offensivspieler, Stürmer. Kam von Türkspor Dortmund. Und da ist das 4:1. Und da ist der Kommentator noch mit dem Aufzeichnen des Wechsels beschäftigt. Und es steht 4:1. Und das 5:1. Und die lassen hier nichts aus. Und jetzt realisieren sie es. Und dann dürfen sie auch offiziell feiern. Das 10. Pflichtspiel in Folge. Ohne Niederlage. Der 8. Sieg. 2 Unentschieden gab's. Nur im Gesamten 3 Niederlagen in dieser Saison. Die beste Heimoffensive, die beste Heimdefensive. Die Mannschaft, aber auch mit den meisten Remis in der Liga bis heute. Die beste Offensive im Generellen mit 60 Toren. Die zweitbeste Defensive mit 31 Toren, 31 Gegentoren vor dem Spiel. Das beste Heimteam, das zweitbeste Auswärtsteam ist jetzt aufgestiegen in die Oberliga Westfalen. Herzlichen Glückwunsch an Concordia Wiemelhausen zum 5:1 Erfolg gegen den Lüner SV. Und den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, dem Aufstieg in die Oberliga Westfalen.